Oh, das sieht so geil aus. Oh, danke dafür, dass es die 1,7 gibt. Ja, genau, da hinten baut sich erst noch was auf. Aber oh, ist voll geil. Ich bin richtig begeistert. Wie heißt das Biom überhaupt, wo ich hier gerade baue? Spiele, was auch immer. Plains. Wow, was für ein Zufall. Ist ja genau wie vorher. Oh, aber das mit den Pferden ist so hübsch. Das ist einfach so hübsch. Und hier ist ein Fluss und so. Und oh, das ist so idyllisch. Und da drüben sind noch so Blumen. Ich hasse Blumen. Nein, eigentlich nicht. Doch, irgendwie schon so ein bisschen. Aber in Minecraft sind sie echt vertretbar. Habe ich noch Suppe? Oh ja, ich habe noch Suppe. Das ist gut. Das war keine Suppe. Das ist Suppe. Okay. Noch ein bisschen Suppe. Könnten wir ja schon fast überlegen, wo wir anfangen zu bauen. Nö. Nachdem wir noch ein bisschen Suppe gegessen haben. Ich glaube, ich werde ewig nur Suppe essen. Eigentlich habe ich ja gelegentlich mal Minecraft so gestartet, dass ich nur vegetarisch versucht zu überlegen. Das bedeutet, ich kille einfach keine Tiere. Aber am Anfang war das immer so ein bisschen schwierig, wenn man nicht am Anfang sofort so Samen genommen hat und seine Erde gepackt hat. War sonst blöd. Ich bin mir gerade total unsicher, wo ich bauen soll. Ich finde das total super, dass hier Plains sind und so. Und dass man einfach so einen schönen Ausblick hat. Mit Shadern würde das bestimmt noch besser aussehen, aber ich krieg mein Minecraft gerade nicht vernünftig gemoddet. Und ich bin mir nicht sicher, ob das dann auf die Frames geht, aber ich glaube nicht. Ich war auch erst der Meinung, dass das die ganze Zeit hier so voll am Ruckeln ist und so, aber das ist es gar nicht. Ich habe über 100 FPS. Mir kommt das wahrscheinlich nur so vor. Also hier drüben wäre natürlich auch ganz geil, wenn man hier so das Haus hätte. Aber dann ist der Abstand wieder zum Wasser so kurz und das wäre blöd. Hier könnte man so eine schöne Strandecke hinmachen, wenn wir von da hinten noch ein bisschen Sand herholen und dann so ganz hübsch und so. Das hätte eigentlich voll Stil. Deswegen wäre es eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn wir statt hier unten zu bauen, hier oben bauen, aber dann sind wir so nah hier. Aber das könnten wir auch zumachen und da drin ist Kies und das ist gut. Ja, nö, dann würde ich behaupten, haben wir einen Plan. Und solange der sich noch nicht ganz durchsetzen lässt, können wir ja bei in unserem kleinen Löchlein da schlafen. Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, wie man Pferde zähmt. Das ist gerade so peinlich. Muss ich das nicht so machen und reiten? War das nicht irgendwie so? Ach, selbst wenn. Jetzt ist es gerade voll uninteressant. Oh, ich wollte mir noch Sachen craften. Genau. Damit ich überhaupt mal ein Schwert habe für den Fall, dass wir dann doch mal zwischen die Fronten geraten. Wow, ich habe ein Holzschwert. Das ist ja so innovativ. Nee, ich brauche eine Schaufel. Und eine Axt wäre prinzipiell auch nicht schlecht. So. Weil mit Äxten fällt man nämlich Bäume, lieber Yuga, mit Äxten. Nicht mit irgendwelchen anderen Dingern hier, Hacken. Wie heißen die? Na. Spitzhacken, genau. Der macht man nämlich nie, weil das ist nicht gut. Das ist sowas von nicht effektiv. Ist das ineffektiv? Ineffektiv? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich habe das manchmal, dass ich irgendwelche Wörter sage und mich dann frage, ob es wirklich Wörter sind. Und dann überlege ich und ich überlege und ich überlege. Und dann sind die Wörter richtig. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Bestimmt nicht. Wahrscheinlich bin ich der einzige Mensch, der so blöd ist. Wisst ihr, was eigentlich mehr oder weniger das Schöne an Minecraft ist? Das Spiel ist so simpel, dass man gar nicht sagen muss, wow und bla und hier tue ich, was ich eigentlich doch die ganze Zeit tue, weil irgendwie tue ich das ja. Das ist nicht so wie beispielsweise, wenn ich das jetzt mit Psychonauts vergleiche, da kommen immer Dialoge dazwischen und bla 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 und wir haben den und den Plan. Und hier ist es so, Anarchie, ich rede darüber, worüber ich reden will. Und ich tue, was ich tun will. Finde ich eigentlich ganz angenehm. Ich würde es aber total begrüßen, wenn die Minecraft-Musik einfach mal wieder anfangen würde. Das wäre richtig schön. Da würde mir glatt das Herz entflammen. Und wie? Ich komme schon, da unten will ich rein. Ja, danke. Oh, guck mal, da backt was. Jetzt nicht mehr. Backe, backe, Kuchen.
So, jetzt müssen wir es hier nur noch komplett zugleistern. Wir könnten das natürlich auch als kleinen See oder so haben oder als Einmündung. Passt das dann von dem Haus her? Ich baue immer sehr große Häuser, deswegen ist das. Ich hasse dieses Geräusch. Da kriege ich immer Gänsehaut und so voll den Schauer über den Rücken. Das finde ich ganz schrecklich. Das ist noch viel schlimmer, wenn ich dann in der Höhle bin und dann so. Das ist nee, nicht gut, gar nicht gut. Wir könnten hier natürlich auch so eine sexy Einmündung buddeln. Das ein bisschen ausflachen und dann sieht das aus wie so ein Dingens. Aber dann passt das hier drüben vielleicht nicht mehr. Wir können natürlich auch weiter da oben bauen. Oh Mann, ich bin so unentschlossen. Aber wenn wir hier oben bauen. Okay, hier oben hätten wir natürlich eine Menge Platz. Das könnten wir zumachen, ganz locker. Dann sieht das hier oben vielleicht auch ein bisschen hübscher aus. Ich bin mir nicht sicher, was jetzt für ein hübscherer Ausblick ist. Der Ausblick nach da hinten oder der Ausblick mit den Birken. Ich glaube, das mit den Birken. Vor allem, oh, da ist eine einsame Insel. Die könnte man noch ausbauen und eine Bank hinmachen und ein Schild. Mit Chilling Area Bitches oder so. Oh ja, doch, ich baue hier drüben. Eindeutig. Okay, jetzt hole ich erstmal meine Workbench. Und das da unten wird trotzdem als kleiner See. Fluss, Einmündung, Fjord. Kann man das Fjord nennen? Das ist viel zu klein für einen Fjord, oder? Ja, das ist viel zu klein für einen Fjord. Pom-balum. Haben wir das Bett dabei? Ja, haben wir. Dann können wir das Loch da hinten eigentlich mal zumachen. Ich habe nämlich keine Lust zum Schlafen, jedes Mal an den Strand zu laufen. An den Strand. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, wie ich so Gänse. Füßchen, so Anführungsstrichen, ne? Ihr wisst schon. Strand. Das kann man auch super mit der Stimme so machen, so Gänsefüßchen. Strand. Das klingt zwar mal so ein bisschen zurückgeblieben, aber es klingt fast so, als ob ich da verbale Gänsefüßchen hingemacht hätte. Ah, oh, die Musik fängt wieder an zu klimpern. Das ist so schön. Oh, da war ein Huhn. Ich frage mich gerade, ob ich später Hühner halten möchte hier. Eigentlich ja schon, wäre ganz gut wegen Essen, aber ich mag die nicht so einzäunen, das sieht immer doof aus. Oder ich pseudo-pseune hier einfach das komplette Territorium ein und lass die dann drin rum freilaufen, weil dann können die nicht abhauen. Aber das sieht dann auch scheiße aus, ja. Das ist meine Grenze, das ist meine Mauer. Keiner hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ja. So würde das dann aus. Oh, jetzt bin ich schon wieder so viel rumgerannt. Ich glaube, es hackt. Ich sollte einfach aufhören, wie hier so ein hyperaktives Etwas rumzulaufen. Wow, nicht gut. Nein. Ich will nach Hause zu meiner Mami. Es ist gar nicht gut. Irgendwie verfolgt mich ja einfach alles. Habe ich etwa so schlechtes Karma, dass einfach alles mir den Tod wünscht? Bin doch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wir bauen uns jetzt einfach wieder in die Erde ein. Das würde ich total begrüßen. Bin mir nämlich nicht sicher, ob das da oben mit dem freundlichen Herren, der uns eben so nett beiseite stand, ein gutes Ende nehmen würde. Das wage ich nämlich ganz stark zu bezweifeln. Mit ganz stark meine ich ganz stark. Flump. Übrigens, gute Nacht und so, ne? Wow, ich habe ein Achievement gehabt. Zu den Waffen. Ist der immer noch da? Ich weiß nicht, was man da. Nee, so sieht man das ja nicht mehr mit der Map. Ist durch ein Enderman da oben? Oder sind das einfach alles Zombies? Oder symbolisiert das in Wirklichkeit was anderes? Ich glaube, das sind Pferdeköpfe. Selbst wenn. Kann mir ja egal sein, solange hier nichts ist, was mich töten möchte. Jetzt ist die Musik schon wieder weg und ich habe mich so gefreut, dass hier Musik ist. Okay. Wir fangen jetzt an, das Haus zu bauen. Wirklich. Ohne Witz. Ich war hier oben.
Ich sollte mir eventuell mal drüber Gedanken machen, wie das Ganze hier überhaupt aussehen soll. Also so als Haus. Es soll hübsch aussehen. Ganz hübsch. Ganz hübsch soll das aussehen. Also, ne? Obwohl das, nee, das ist zu subjektiv ausgedrückt. Es soll pompös aussehen, aber nicht zu pompös. Weil dann wäre das ja fett. Obwohl, wenn ich so ein fett, krasses Haus hätte, ey, das wäre von konkret egal, ey, yo. Aber nee. Das mit der Suppe nervt mich, die kann man nicht stecken. Das finde ich nie in Ordnung. So, hier ist unser Holz. Okay, super. Das sind die eine Pilzsorte, ist alle. Das ist jetzt nicht so geil. Welche Pilzsorte ist denn alle? Die langweilige, oder? Stehen hier nicht noch irgendwo langweilige Pilze? Ach, egal, finden wir bestimmt noch. Dann sollten wir erstmal uns eine Spitzhacke craften. Warum habe ich eigentlich keine Spitzhacke? Zeit für Holz. So, wenn wir eine Spitzhacke haben, dann können wir uns auch noch gleich eine andere Dingensbummens und so machen, ne? Das wäre nämlich mal ganz schön. Fackeln wären auch nicht schlecht. Wow, ich habe mich gerade total verfolgt gefühlt. Hallo, jetzt voll dunkel. Hoffentlich kommt er jetzt nicht hoch. Das wäre jetzt irgendwie nicht ganz so geil. Okay, die 7 sollten erstmal reichen. Hallo, warum sind hier keine Rohstoffe? Ja, ist, nee. So hatte ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Aber immerhin ist da Kies drin. Kies ist nämlich wichtig. Habe ich das schon erwähnt, dass wir ganz viel Kies brauchen? Weil ich möchte nämlich gerne Wege machen. Und die sehen in Kies natürlich am besten aus. Aber Kies ist immer so, oh, ich mache einen Weg. Das Eisen. Das war's dann aber auch wieder. Ja. Aber Kies ist blöd. Dann fange ich an, Weg zu machen und dann so, ha, lol, ich habe keinen Kies mehr und ich habe schon 3 Stacks verbraten. Ist jetzt nicht so schön. Naja, immerhin haben wir jetzt hier 3 Steuern. Und dann können wir auch hier hinten hingehen. Und in eine Runde was craften. Wenn wir das gemacht haben, gehen wir Holz hacken. Yay, Holz hacken. Bin mir nämlich gerade noch nicht ganz so sicher, wie ich das gerne machen möchte. Ach genau, ich wollte was craften. Das hier tun wir dann da drüben hin und das sollte erstmal reichen. Obwohl, dumm, gehen wir jetzt mal craften. Ich könnte aber auch einfach Weizen anpflanzen. Wir pflanzen jetzt Weizen an. Machen wir nämlich jetzt. So, dann machen wir so, ne? Und dann nehmen wir ein bisschen Weizen, weil für den Fall, dass wir uns keine Suppe mehr machen können, haben wir dann noch ein bisschen eventuell und so, ne? Wäre nämlich gar nicht mal so schlecht. Da unten ist Kies, ist das nicht schön? Hier ist überall Kies. Ich glaube, wir werden keine Probleme mit den Wegen haben. Oh, der Sound war irgendwie komisch. Und da ist noch mehr Kies. Oh, die Bäume sind so hoch. Ist viel zu kompliziert hier alles. Oh, ich glaube, wir machen erstmal so ein nettes Außen. Ich frage mich, ob ich die Häuser jetzt so baue, wie ich sie immer baue, oder ob ich die zweite andere Variante nehme, wie ich sie immer baue. Nur kommt drauf an, ob das jetzt gechillt und total hübsch aussehen soll. Nein, das bauen wir jetzt nicht ab. Ja, können wir dann nachpflanzen, dann sieht das nämlich akkurat aus. Weil die Leute, die Bäume sonst immer fällen, die hauen ja auch nicht immer gleich den Stumpen raus. Zumindest, ne? Und so? Also entweder sieht das Haus dann so total offen und gechillt aus, oder halt nicht, ne? Oder es sieht halt groß und geräumig aus. Unstabil. Stabil, Brudi, stabil. Ja, ich bin hier ein bisschen hin und her und so, ne?
Aber wir brauchen erstmal eine Menge Holz. Ja, das brauchen wir. Wow. Wo ist meine Axt? Oh, da ist meine Axt. Warum war meine Axt gerade kurz weg? War meine Axt gerade kurz weg?